Ja, auch am Morgen danach sehen die Ergebnisse für die Linke nicht schöner aus als gestern Abend. Wir hatten uns in der Tat deutlich bessere Ergebnisse erhofft. Die Landtagswahlen, die drei Landtagswahlen fanden in einem gesellschaftlichen Klima statt, in einer Situation, die für uns denkbar ungünstig ist. Das fängt damit an, dass es in den Ländern Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg eine Polarisierung gegeben hat und am Ende auch ein Teil unserer Wähler in eine pragmatische Abwägung gegangen ist und sich für das kleinere Übel entschieden hat und dadurch die zwei Ministerpräsidenten Kretschmann und Manu Dreyer doch gestärkt worden. Es gibt auch einen Indiz dafür, dass ein Teil unserer potenziellen Wähler letztlich dann sozusagen mit der Abwägung, das kleinere Übel bei dem Ministerpräsidenten zu stärken, dafür entschieden hat. Wir haben in Rheinland-Pfalz bei den Erststimmen ein deutlich höheres Ergebnis als bei den Zweitstimmen. Dieses Phänomen kennen wir aus dem Westen nicht. Das ist uns eher so klassisch bei uns in den neuen Bundesländern der Fall. Die Wahlkämpfe fanden in einem Klima des gesellschaftlichen Rechtsrucks statt, der Entsolidarisierung. Und uns war klar, dass wenn sozusagen das Oberthema die Flüchtlingsfrage ist, dass uns da der Wind schärfer ins Gesicht bläst. Zu diesem Klima beigetragen hat, dass die Bundesregierung aufgetreten ist wie eine Chaostruppe und damit Verunsicherungen verschärft hat. Dazu beigetragen hat, dass die Bundesregierung nicht der sozialen Verunsicherung die Spitze genommen hat, indem sie zum Beispiel eine Sozialgarantie ausspricht. Und zu diesem Klima beigetragen hat, dass die Bundesregierung nach und nach Forderungen von Rechtspopulisten wie Pegida und AfD übernommen hat und sogar in Gesetzesform übertragen hat. Wenn andere die Position von Rechtspopulisten übernehmen, dann stärkt das deren Position. Die Übernahme von AfD-Positionen hat sich am Ende als Wahlkampf für die AfD erwiesen. Wir müssen uns, denke ich, in der jetzigen Situation noch mal vergegenwärtigen, womit wir es zu tun haben und was auf uns zukommt. Mit der AfD ist eine Partei in Parlamente mit großem Ergebnis eingezogen, die teilweise faschistisch ist, völkig rassistisch angelegt ist. Das wird unter anderem offenbart sich das, wenn man einfach nur mal schaut, was sie in Ländern wie Sachsen für den Geschichtsunterricht fordern. Da wird klar gefordert, einen stärkeren Schwerpunkt auf das 19. Jahrhundert zu legen. Soll heißen, die Schülerinnen und Schüler sollen möglichst wenig Informationen über Holocaust und die Verbrechen des NS-Regimes bekommen, wenn es nach dem Willen der AfD geht. Das Bedrohliche sind aber gar nicht so sehr die Wahlergebnisse, sondern eher das Zusammenfallen von hohen Wahlergebnissen für Rechtspopulisten, einer Verrohung des Sprechens über andere Menschen, nicht nur im Internet, und die Zunahme von rassistischen Angriffen auf Leib und Leben von Menschen. Und in diesem Zusammenspiel, finde ich, entsteht das die bedrohliche Situation. Und insofern, meine ich, haben wir auch eine besondere Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und auch gegenüber der Geschichte. Nun wird oft die Frage, oder zumindest von Medienseiten wurde an Auswertung der Wahlen immer wieder die Frage aufgeworfen, ja, müssen Sie denn jetzt nicht Ihren Kurs ändern? Und ich finde, es gibt drei strategische Optionen. Entweder man sagt, ja, wir zeigen klar Kante gegen Rechtspopulismus und Rassismus. Die zweite Option heißt Schlingerkurs. Und die dritte Option heißt mitzumachen bei einem AfD-Imitationswettbewerb. Den letzten Kurs hat zum Beispiel der sachsen-anhaltinische Ministerpräsident Hasselhoff an den Tag gelegt. Das hat jetzt nicht dazu geführt, dass die AfD geschwächt wurde. Ganz im Gegenteil, sie ist dort besonders stark. Den Schlingerkurs hat die SPD-Bundesspitze ausgeübt. Das war jetzt nicht gerade ein erfolgreicher Kurs. Da hatten zwei Bundesländern haben sie Wahlverluste von -10% erlitten. Und zwar bewusst, dass ein klarer Kurs für Weltoffenheit und Solidarität uns Stimmen kosten kann. Wir fanden aber zum einen, dass das unseren Grundentzeugungen entspricht, zum zweiten, dass es aller anderen Kurse von der Wähleranzahl her noch verheerender gewesen wären und drittens finden wir, dass wir auch eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und der Geschichte haben und haben uns deswegen ganz klar hier dafür entschieden, nicht zu wanken oder zu weichen. Und für uns gilt es jetzt erst recht zu streiten für Solidarisierung und für eine Veränderung der gesellschaftlichen Mehrheitsverhältnisse. Ja, guten Tag von mir. Nur noch einige wenige Sätze zu Sachsen-Anhalt. Natürlich ist ganz klar, dieses Wahlergebnis ist alles andere als befriedigend. Das ist eine klare Niederlage, auch für meine Partei.
Wir haben die Dinge, die Katja Kipping eben schon erläutert haben, in Sachsen-Anhalt noch mal besonders fokussiert gehabt. Wir haben ein Land, in dem besonders viele Menschen in prekären Lebenssituationen sich befinden, in dem Abstiegsängste quer durch alle sozialen Schichten der Bevölkerung besonders stark sind. Wir haben ein Land mit sehr, sehr wenig Migrationserfahrung im Verhältnis zu westdeutschen Bundesländern. Und wir hatten tatsächlich einen Ministerpräsidenten, der selbst praktisch die argumentative Schützenhilfe für die AfD geliefert hat, indem er in diesem Land Sachsen-Anhalt, in dem aus dem letzten Jahr nur ganze 25.000 Flüchtlinge überhaupt da geblieben sind, permanent von Überforderung geredet hat und gemeint hat, man müsse jetzt die Forderung der Obergrenzen und der geschlossenen Grenzen, die damit im Zusammenhang stehen, in den Mittelpunkt der Debatte stellen. Das waren Dinge, die tatsächlich der AfD ganz wesentlich dazu verholfen haben, dieses Rekordergebnis einzufahren. Ich will aber dann auch dazu sagen, wir haben uns als Partei in dieser Frage auch vor Ort in Sachsen-Anhalt ganz klar positioniert. Wir haben ganz klar gesagt, wir werden diese Partei für Weltoffenheit, Humanismus und die Würde des Menschen, und zwar eines jeden Menschen sein, egal ob er Deutscher ist oder als Flüchtling zu uns kommt. Wir haben ganz klar die Antiposition bezogen in dieser Auseinandersetzung. Und wir wussten natürlich, dass das auch einen Teil unseres Wählerpotenzials betreffen wird, die diesen Weg eventuell nicht mitgehen. Ich sage aber auch ganz klar, wir haben in etwa 30.000 Wählerstimmen an die AfD verloren. Wir haben 190.000 Wählerstimmen bekommen. Nach den entsprechenden Analysen, die uns heute vorliegen, ist es so, dass die 190.000 Menschen, die uns gewählt haben, ausdrücklich mit unserer Positionierung auch in dieser Frage ausdrücklich übereinstimmen. Also uns ein Stück weit deshalb gewählt haben, weil wir diese Position hatten, und 30.000 eben ausdrücklich nicht, die sind zur AfD gewandert. Ansonsten gibt es fast keine Wanderungsbilanz zu Nichtwählern und es gibt nur ganz, ganz geringe Wanderungsbilanzen zu den anderen Parteien. Also ich sage auch nochmal ganz klar, weil die Frage immer kam, hätten wir uns da anders aufstellen können? Ja, hätten wir tun können, hätten wir aber nur noch mehr verloren. Was wir jetzt tun werden, ist in diesem Land Sachsen-Anhalt etwas aufzuzeigen, was von den Menschen offensichtlich auch dringend erwartet wird, nämlich politische Alternativen innerhalb des demokratischen Spektrums. Wir haben die Konfrontation gesehen oder in der Konfrontation gesehen, dass es einen unwahrscheinlich tief insitzenden Frust und Ablehnung gegenüber dem politischen System gibt, gegenüber den politischen Entscheidungsträgern. Das ist keine Geschichte, die sich jetzt in den letzten Monaten nur im Kontext der Flüchtlingsfrage heraussondiert hat, sondern das ist eine ganz große Distanz, eine Verabschiedung, ja zum Teil offener Hass gegen demokratische Institutionen und gegen politische Institutionen, wie sie bei uns insgesamt vorkommen. Diese Desintegrationsprozesse, die mit sozialen Polarisierungsprozessen einhergehen, sind uns entgegengeschlagen. Und es ist auch klar gesagt worden, jawohl, Linke, wir verstehen schon, dass ihr das und das und das nicht wollt, aber auch ihr habt die Dinge nicht durchsetzen können. Mit einer Stimme für die AfD haben wir da höhere Chancen. Und das große Problem, deswegen komme ich nochmal darauf zurück, ist, dass genau diese These mit der Stimme für die AfD, bringe ich die ja alle durcheinander, bringe ich die dazu, Positionen einzunehmen, die gerade in der Flüchtlingsfrage überhaupt linken Positionen grundsätzlich widersprechen. Dieser These hat natürlich der Ministerpräsident ausdrücklich Vorschub geleistet, weil er genau das getan hat. Innerhalb weniger Wochen einen vollständigen Kurswechsel in dieser Frage vor dem Hintergrund steigender AfD-Umfragewerte. Natürlich war der Sonntag bitter für uns. Wir haben unsere Erwartungen nicht erfüllt. In keiner einzigen Landtagswahl in Baden-Württemberg hatten wir gehofft, sagen wir mal, um den Einzug in den Landtag zu kämpfen. Wir hatten auch das Gefühl, dass wir da in den letzten Wochen durchaus im Wahlkampf Rückenwind bekommen haben. Das Ergebnis liegt unter unseren Erwartungen, auch wenn wir leicht zugelegt hatten und auch noch ein bisschen Stimmen dazu gewonnen haben durch die höhere Wahlbeteiligung. Aber das Bild ist trotzdem nicht nur grau oder schwarz, sondern wir haben auch ein paar optimistische Ergebnisse. Wir sind in den Städten, insbesondere in den Universitätsstädten, wirklich richtig gewachsen. Also wir haben in Freiburg über 7%, in einem Stuttgarter Wahlkreis über 7%, im anderen 6%, wo auch noch ein sozialer Brennpunkt dazu ist. Wir haben in Heidelberg über 6%, in Mannheim über 5% und auch in Tübingen über 5%. Da sehen wir, dass wir
einen Zulauf insbesondere von jungen Leuten bekommen. Bei den 18- bis 24-Jährigen haben wir nicht 3%, sondern 6% der Wählerstimmen, auch in Rheinland-Pfalz, werden wir nachher noch hören. Es wäre vielleicht ein bisschen zu verwegen zu sagen, uns gehört die Zukunft, aber zumindest mal sind wir doch bei den Jugendlichen deutlich stärker geworden, was uns optimistisch macht, die auch stärker in die Partei einzubeziehen. Wir haben große Schwächen im ländlichen Bereich. Da hat uns natürlich auch die Flüchtlingsfrage das Leben etwas schwerer gemacht. Die in den Städten sagen gerade junge, auch gebildete Leute eher, wir wählen die Linke, weil sie so eine Haltung in der Flüchtlingsfrage hat. Und werden wir eher bestärkt. Und die bilden auch zunehmend einen aktiven Trägerkreis für die Jugend. Im ländlichen Bereich sieht die Welt etwas anders aus. Dort sind wir in der Regel über 2 bis 3% irgendwo hinausgekommen. Und das hat natürlich das Gesamtergebnis entsprechend gedämpft. Dazu kam die Situation, dass in einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und Grünen kleine Parteien immer ihre Schwierigkeit haben, durchzukommen. Und es war natürlich so, wir konnten von den Grünen keine Wähler zurückgewinnen. Zwar von der SPD konnten wir gewinnen und aus dem Nichtwählerlager, aber nicht von den Grünen. Sprich, die vor 5 Jahren taktisch gewählt haben, haben es wieder getan. Wobei man dann die Frage stellen muss, was daran noch taktisch ist, obwohl doch Kretschmann sehr weit nach rechts gerückt ist, aber offensichtlich immer noch ein kleineres Übel für viele als die CDU. Vielleicht noch 2 Sätze als Parteivorsitzender. Wir werden stärker die Frage stellen müssen, warum auch in sozialen Brennpunkten, auch in der Arbeitnehmerschaft Leute AfD gewählt haben und nicht die Linke. Das heißt, das sind ja nicht nur Fragen des Rassismus oder von völkisch-nationalistischen Positionen, sondern auch eine tiefe Unzufriedenheit über die soziale Lage im Land und über die Politik der Bundesregierung. Und ich glaube, da muss die Linke Antworten geben, wie sie die sozialen Fragen so glaubwürdig an diese Leute rantragen kann und sie dafür begeistern kann, dass wir die richtigen Antworten dazu haben. Die AfD hat ja gar nichts zu bieten in dieser Frage. Sie will den Mindestlohn abschaffen. Sie will die soziale Unterschiede noch mehr vertiefen und hat eine tiefe Verachtung gegenüber den unteren Schichten in dieser Gesellschaft. Das wird, glaube ich, eine zentrale Aufgabe linker Politik sein, auch mit dem Horizont Bundestagswahl, wie wir in diesen Feldern weiterkommen, also stärker werden, wieder attraktiver werden bei den Menschen, die sozial nicht auf der Sonnenseite gebettet sind, und gleichzeitig auch, wie wir stärker werden bei den ganz normalen Lohnabhängigen, die, glaube ich, auch nicht überdurchschnittlich uns gewählt haben. Wir haben einen sehr offensiven und engagierten Wahlkampf geführt in Baden-Württemberg und sind natürlich enttäuscht über das Ergebnis. Wir haben viele zentrale Themen aufgegriffen, insbesondere gerade halt auch um die Menschen, denen es im reichen Baden-Württemberg nicht so gut geht, betrifft. Und wir haben trotz unseres engagierten Wahlkampfes leider kein gutes Ergebnis erzielt. Wir haben aber auch keine Stimmenverluste gehabt. Gerade in den Städten sind wir halt gut verankert, gerade auch, weil wir auf kommunaler Ebene linke Sozialpolitik machen. Und ich denke, das werden wir auch in den nächsten Jahren auch in Baden-Württemberg weiterhin fortführen. Und es ist absolut untragbar, dass gerade halt auch in diesem Wahlkampf die Flüchtlingsdebatte dominiert hat, und es ist natürlich traurig, dass gerade auf Kosten der Flüchtlinge und Migranten diese Debatte geführt wurde. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie können sich vorstellen, ich hätte mich natürlich gefreut, wenn wir heute darüber reden können, dass die Linke in den rheinland-pfälzischen Landtag eingezogen ist. Das ist leider nicht der Fall. Trotzdem, glaube ich, kann man sagen, dass wir mit einem wirklich tollen Wahlkampf und auch einer Kampagne, die ja durchaus bundesweit Aufmerksamkeit gefunden hat,
ja, das Mögliche rausgeholt haben. Es ist natürlich so, dass auch in Rheinland-Pfalz externe Themen, also insbesondere die Diskussion, wie gehen wir mit Menschen um, die zu uns fliehen, landespolitische Themen massiv überlagert hat. Das ist am Ende dann auch noch zugespitzt worden, dadurch, dass es ja im Prinzip nur noch um die Frage ging, wer wird die nächste Ministerpräsidentin, und auch das andere, das Abschneiden anderer Parteien, glaube ich, legt den Schluss nahe, dass da am Ende nicht mehr sehr viel anderes vorgekommen ist.